Hallo und willkommen zu Dead by Daylight. Mein Name ist Felix und ich spiele die Hexe. Okay, wir sind hier... Oh, na los, lass mich doch setzen. Perfekt. Wir sind hier direkt auf der Polizeistation gelandet. Mal sehen, das wird ein Spaß. So, ich spiele mit den Perks kein Ausweg. Trifft deine Wahl. Korrupte Intervention und niemand entrinnt den Tod. Einmal. Ich habe außerdem zwei Addons mit. Einmal, dass die Überlebenden nicht mitbekommen, wenn meine Fallen auslösen. Also das sind die Ketten. Und außerdem, dass ich mich aus einer 30% höheren Reichweite zu meinen Fallen teleportieren kann. Also ziemlich mächtige Add-ons. So, und ich hatte hier unten irgendwo mal jemanden gesehen. Ich fange einfach an, ich trappe einfach diese gesamte Mitte. Ich meine, wenn sie von A nach B wollen... Müssen sie ja irgendwie hierher kommen. Hallo, Yunjin. Was? Verdammt. Ich dachte, ich kriege den Schlag, aber da war ich wohl zu voreilig. So. Okay, ich gebe allen erstmal einen schönen Schlag mit. So, setze meine Fallen neu. Hallo, Ace. Dich hatten wir schon mal vorhin erwischt. Jetzt liegen da natürlich überall keine Fallen mehr. Ich muss mir angewöhnen, sofort Fallen nachzusetzen. Aber gut, ich habe lange nicht mehr Hexe gespielt. Da kann man ja nochmal noch solche Fehlerchen machen. Das Schöne ist halt, die kriegen es halt nicht gebacken, von A nach B zu kommen, weil ich hier halt die Mitte halte. Hier liegt eine Falle. Okay, hier drehe ich kurz gegen. 1, 2. Dort oben kracht's. Ich glaube, da hat jemand eine Taschenlampe. Und hat einfach eine Falle weggeleuchtet. So, ich setze jetzt mal hier hinter. Da kriegt er das vielleicht nicht so gut hin. Oh, ein Kürbis. So, den nehme ich noch mit. Der Generator dort geht noch zurück. Sie haben hier hinten irgendwo eingemacht. Ich schaue jetzt mich mal langsam ein bisschen um. Hier setze ich auch mal noch eine Falle hin. Okay, welche Generatoren will ich gerne halten? Den dort, der wäre vielleicht gut. Vielleicht hier hinten auch noch einen. Ich meine, ich habe mit, dass ich mich aus einer höheren Distanz zu meinen Fallen teleportieren kann. Na komm schon. Ach, lässt mich nicht. So. Hallo, Ace. Einmal. So. Verdammt. Das ist natürlich der Nachteil. 1, 2. Das ist natürlich der Nachteil, wenn die Fallen nicht selber auslösen. Das ist halt... der Weg der Überlebenden nicht dadurch beeinträchtigt wird. Da ist noch ein Ace. Okay, wir spielen das hier langsam runter. Leider konnten wir noch niemanden so wirklich erwischen. Ist hier drin jemand? Ja. Dankeschön fürs Verkaufen, Ace. Ich nehme das mit. Ist natürlich gemein für Kollegen Felix hier, aber naja, gut. Der kommt dann halt mit, ne? Wie assi. Aber gut, ne? Haben sie sich halt selber das Grab, sag ich mal, geschaufelt. Schade. So, wo ist das? Ach, hier. Ach, sie haben sich an der Falle einfach vorbeigeschlichen. Da wurde gerettet. Ah. So, schade, er läuft... nicht nach links, nach rechts weg. Aber gut, was will er da? So, ich setze hier noch meine Falle hin. Ich muss mir jetzt wirklich überlegen, wie ich die Generatoren halten möchte. Einmal. Schön ist, wenn alle verletzt sind.
So, hier setze ich auch mal noch meine Falle hin. Ist kein Problem, dass die jetzt die Gens schaffen. Ich meine, wir haben ja noch unser Endgame. Und langsam aber sicher verletzen wir auch alle. So, also wir wollen den halten. Nach Möglichkeit vielleicht sogar den und den hier hinten vielleicht. Ich denke, das wäre ganz nett. Ja, die haben wahrscheinlich Medikits und heilen sich halt schnell. Atem nehmen, ja. So. Hab ich dich? Sie haben noch einen Gen geschafft? Wann denn das? Ich dachte, wir hätten noch zwei. Ich habe gar nichts gehört, okay. Gut. Wird halt stressig. Aber gut. Ich habe es halt jetzt auch nicht so gut geschafft, das alles hier zu halten. Und leider komme ich halt auch irgendwie nicht so richtig weg durch trifft deine Wahl. Also für trifft deine Wahl. Das einzige Gute ist, ich habe schon zwei Zeichen für keinen Ausweg. Die werden nicht sofort zu den Toren kommen, weil es ist diese verdammte Map. Da hinten sind sie, okay. 1, 2. Hier setze ich eine Falle. Okay, ich bin weit genug weg für trifft deine Wahl. Wo ist die? Da hinten ist sie. Ich hasse alles. Ich habe sie nicht gesehen. Du hast Sprintboost, yep. Ist nice. Sehr schön. Ihr kriegt alle eins auf den Latz. Hier sind ja alle. Hab ich dich? So, die gibt mir jetzt auch wieder ein schönes Zeichen für keinen Ausweg. Komm mit. Ja, da sind sie. Die wollten wahrscheinlich blenden. Okay, wir haben aber gerade alles ganz gut unter Kontrolle. Jetzt eine Falle hin. Ich weiß, dass gerade eben noch der Felix hier war. Hier setze ich noch eine Falle hin und ich hätte gerne dort oben an der Tür noch eine. Da wurde irgendwo eine Falle ausgelöst. Dort unten. Okay. So, hier setze ich auch noch mal eine hin. Der Felix ist momentan gesund. Aber es ist nicht der Felix, der hier Fallen auslöst. Hab ich dich? Da wurde auch schon gerettet. Wenn ihr nach da lauft... Was? Ach Mann, ich schlag auch immer zu kurz, ne? Du hast hart im Nehmen. Yep, zündest. Nein, okay. So, langsam aber sicher. Ich habe ja gesagt, das gewinnen wir langsam, nicht schnell. Und tap. So, damit habe ich mein viertes Zeichen für keinen Ausweg. Der andere Ace wurde aufgehoben oder hatte unbeugsam. Keine Ahnung. Und den hatte ich hier unten niedergemacht. So, im Moment haben wir alles unter Kontrolle. Ihr löst dort oben eine Falle aus. Ah, die werden jetzt runterkommen. Yep. Hallo ihr alle. Ich gehe hoch auf die Yunjin. Wobei... Ja, der ist gerade hier durch. Bringt mir nichts. Die Jagd bringt mir gerade gar nichts. Ich muss meine Fallen neu legen. Dich? Das ist so schön. Die haben halt keine Ahnung, dass hier Fallen liegen, ne? Weil die Hexe ploppt nicht auf. Dieses Addon ist da gerade sehr, sehr nützlich. Komm mit. Dich. Ah, nee, ich will die nicht in dem Teil der Map haben. Ich will die lieber hier in der Mitte schön alle halten. Und tap. Hab ich dich? Sehr schön. Das ist ja nicht so fies. Ich meine, er hatte halt keine Ahnung, ne? Und tap. Falle. Da unten wurde gerettet. Okay, was sollen sie machen?
Hier setze ich die Falle neu. So überleben den Mist. Zack. Ich würde sagen, ihr müsst jetzt aufpassen, was er macht. Warte mal, der kam gerade vom Haken, oder? Keine Ahnung. Er kommt jetzt mit. Er hat halt gerettet. Ich meine, wenn er halt direkt mir reinrennt, um zu versuchen zu retten, dann hole ich ihn mir. Hep. Damit hat er aber auch durch unten die Falle bei dem anderen Ace ausgelöst. Ich denke mal, ja, sie werden an den Jin gehen. Okay, und die Yunjin ist noch gefährdet. Hab ich dich? Perfekt. Und ich denke mal, der Felix, wird der es rechtzeitig nach oben schaffen? Ich weiß es nicht. Aber hey, wir haben das ganz langsam hier runtergespielt. Und ich meine, wir haben voll die Stärke der Map ausgenutzt, sage ich mal. Nämlich, dass wir halt hier diesen Mittelraum haben. Den haben wir voll gemacht mit Fallen. Den Gen haben sie ziemlich weit sogar repariert. Hier setze ich eine Falle hin. Es ist immer wichtig, halt neu seine Fallen zu legen. Einfach damit das Spinnennetz erhalten bleibt. Yunjin lässt dich sterben. Die Mittelfallen lasse ich trotzdem alle mal liegen. Wo die Faltio ist halt noch nicht gespawnt, ne? Ja, die lässt sich sterben. Das heißt, ich muss jetzt, ja, ich muss warten, bis sie tot ist. Und jetzt kann ich erst die Faltio suchen. Ich meine, wenn ich sie finde, habe ich ziemlich gute Chancen, das Spiel zu gewinnen. Dort oben kracht's. Ah, da wurde eine Falle ausgelöst. Ich weiß nicht, ich glaube, die Fallen können eigentlich normalerweise in so zweistöckigen Geländen immer nur unten spawnen. Aber ich glaube, die Map ist vielleicht verbuggt oder so. Jedenfalls habe ich oft gelesen, dass sie auch irgendwie oben spawnen kann, hier auf der Polizeistation. Heißt, ich muss mich hier auch oben umschauen. Nee, ich höre nichts. Mal, es hätte sie direkt lauter drehen. Nee, keine Ahnung, wo die falsche ist. Vielleicht auf der anderen Seite. Vielleicht hat der Felix sie längst gefunden. Aber ich glaub's irgendwie nicht. Ich meine, die Map ist so verwinkelt. Das ist ja halt richtig nervig, überhaupt was zu finden. Sei es jetzt Generatoren, Falltüren, Ausgangstore. Nee, keine Ahnung. Vielleicht in einer Dreiviertelstunde haben wir dann auch mal die Falte gefunden auf dieser Riesenmap. Ach ja je. Vor allem das Einzige, ich kann halt nur lauschen jetzt, ne? Und hoffen. Aber ich meine, wenn der Felix sie findet, dann herzlichen Glückwunsch. Also, das ist dann wirklich kein Problem. Ich meine, er hatte hier unten zuletzt eine Falle ausgelöst. Ich höre sie. Ja, die ist hier hinter irgendwo. Die ist in der Bücherei. In der Bibliothek. Ich glaube, der... Wird er da sein? Vielleicht. Vielleicht wartet er jetzt die ganze Zeit bei der Falte, nur um mich zu nerven. Die ist auf dem... Ja, er weiß, dass sie dort oben ist. Na los, hau ab. Ja, die ist hier einfach... Hier oben ist die gespawnt, ne? Vor allem, er hat halt wirklich die ganze Zeit gewartet. So ein Sack, aber gut. Vor allem hier oben, auf der Bibliothek. Naja, ich sag ja, die Spawns für die Falte sind wirklich sehr, sehr weird auf der Map. Aber gut, wir haben unseren Sieg geschafft.
3 Leute geschnappt. Da bin ich voll zufrieden. Good game, well played. War eine spannende Runde und die hatten uns die ganze Zeit, bis dann nur noch ein Generator repariert werden musste. Dann haben wir das Spiel vollkommen umgedreht und wir hätten jetzt mit Noed und keinen Ausweg noch richtig schön den Schluss verderben können, sage ich mal. Aber hey, er kann jetzt die Geschichte erzählen, immerhin. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst Fragen, Kritik und Anregungen in den Kommentaren und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!